Hallo, mein Name ist Kabasch und wir schauen uns heute den ersten Snapshot zu Patch 1.7 in Minecraft ein bisschen genauer an. Und wir sind hier direkt auch schon im Spiel und fliegen über einen der neuen Biome. Es handelt sich ja um ein Pilzbiom, kann man nicht wirklich sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Biom mit einem sehr dichten Wald aus Fichtenholz und ansonsten Eichenlaub. Sieht sehr skurril aus, ein bisschen wie ein Märchenwald, kann man sagen. Auf jeden Fall nachts sollte man hier doch aufpassen, weil hier doch sehr viele Monster herumlaufen, so wie dieser Creeper auch gerade tagsüber. So, weiter in den Optionen haben wir noch Super Secret Settings. Da funktioniert leider noch nichts. Ansonsten kann man jetzt auch die einzelnen Sounds ja regulieren, je nach Wunsch und Bedarf. Zum Beispiel der Regen vom Wetter ist ja meistens sehr laut und auch zu laut. Eine sehr gute Änderung meiner Meinung nach. Hier sind wir dann jetzt im nächsten Biom, nämlich den High Hills oder den ja Plattformbergen, kann man im Prinzip sagen. Wir sehen hier auf jeden Fall einen sehr steilen Berg. Dieser ist oben relativ flach, hat also keine einzelne Spitze. Und dieses ganze Gebiet jetzt hier oben drauf befindet sich auch auf einem High Hill Biom. Also ihr seht also, dort ist jede Menge Platz und ihr könnt darauf wunderschöne Burgen wirklich bauen. Eine tolle Sache, sieht einfach klasse aus. Natürlich gibt es auch neue Items, zum Beispiel diese vielen Blumen, unter anderem auch die Sonnenblume, welche ja sehr interessant ist. Wir haben aber auch jetzt zwei Blockhöhe Pflanzen und wir haben neue Fische. Geh mal weg hier, du Schaf. Wir haben natürlich neue Fische, denn das Angeln soll auch interessanter gestaltet werden in Minecraft. Ansonsten gibt es noch eine kleine Änderung, denn Zuckerrohr ist jetzt komplett grün, deutlich besser erkennbar und wirkt ein bisschen freudiger. Ansonsten sehen wir auch hier auf der weiten offenen Wiese stehen diverse Pflanzen schon herum. Hier ist ein weiteres Biom, welches ich gefunden habe. Es handelt sich um einen Fichtenwald. Dieser ist relativ offen wie ein normales Waldbiom im Prinzip, aber komplett ohne Schnee und auch auf einer normalen Höhe ohne viele Berge. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich jetzt gefunden hatte in dem Snapshot. Man sieht hier das Bergmassiv wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr gewaltig. Und ja, der World Generator kann sich sehen lassen, auch wenn er noch einige Macken hat. Ich bin gespannt auf weitere Biome, die noch folgen sollen und natürlich auch weitere neue Gegenstände. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.